Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier. Kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Denkst du? Es wäre kein Uncharted, wenn wir jetzt einfach zum Boot gehen würden und nach Hause fahren, ja. Da ist er! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich glaube, hier war oben noch einer, oder? Du bist so gut wie tot! Du bist tot! Na? Wirst du bezahlen? Hey! Ich hab es da drin! Wirst du bezahlen? Hier noch? Ach nein, jetzt war hier die Kugel vom Geländer. Bewegung! Da oben ist erledigt. Ja. Das ist hier noch so ein Raketenwerfer-Typ. Okay, jetzt nicht mehr. Damit habe ich jetzt einfach nicht gerechnet. Ah, hier ist noch ein bisschen Munition. Schauen wir erstmal hier hoch. Schön. Der Gürtelschnalle. Bis dann. So, ich will noch mal kurz hier unten schauen. Ich weiß, wir waren gerade hier, aber ich will nur kurz. Ja. So, jetzt kann ich mit gutem Gewissen weitergehen. Oh, ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was?
Warum bleibe ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Ja, das wusste die garantiert, das mit dem Boot halt, ja, ja, das ist nicht da, derweil ist das ja hier drüber, weil sie ja nicht weg will. Ach nee, das ist jetzt die Halle, wo wir gerade waren, oder? Damit hatte ich jetzt gar nicht mal gerechnet. So, das sind aber jetzt blöd, Leute. Das tat bestimmt weh. Ist schon toll. Und ja, ich weiß, dass ich von der Seite beschossen werde. Ich wollte den auch erstmal erledigen. Ich weiß, ob es schwer wäre, ich jetzt wahrscheinlich schon längst hinüber. Ich weiß auch nicht, mir kommt es so vor, als würde ich übelst viel aushalten hier. Ich habe das gar nicht mal so in Erinnerung. Also, ja, ganz komisch. Los geht's. Geil hier. Gefangen. Das verrät natürlich schon der Titel, dass man ja, das ist das noch nicht wahr. Ich dachte, er war tot, weil die macht dann immer so ein Geräusch, wo man dann denkt, okay, das war's jetzt, also das war's jetzt mit dem. Oh, Granate. Ich glaube, die anderen Teile sind, die anderen Teile sind, glaube ich, auch etwas schwerer, weil wir spielen ja, wie gesagt, auf normal. Und ich glaube, bei den anderen Teilen, halten wir auf normal deutlich weniger aus. Ich wollte eigentlich jetzt einen Kopf treffen. Oh, ich dachte, ich war jetzt tot, weil der so komische Bewegungen gemacht hat. Oh, toll. Oh, Mann. Nee, ich will hier ran, okay. Mann. Richtig. Das tat bestimmt weh. Es gab, glaube ich, noch eine Trophäe, wenn man jetzt einfach so aus Deckung schießt, ohne zu zielen. Und welche, so hier. Aber wie viel, weiß ich nicht mehr. Das ist übelst die Munitionsverschwendung, um zu schießen. Er ist da drüben! Ich sehe ihn! Aber wisst ihr was, wir gehen jetzt an das Maschinengewehr. Ja, ich weiß, ich stelle mich ja wirklich gerade ziemlich schlecht an. Ah, wenn er dasselbe geht.
geht eigentlich kaputt. Nein. Okay. Waren das jetzt alle? Ich muss jetzt mal kurz was probieren. Okay. Das passiert, wenn wir die Kamera so komisch hoch haben. Oder halt, geht das auch so? Ne, da passiert es nicht. Ja. Vielleicht haben sie deswegen die Sichtbewegung so eingeschränkt, um den Glitch zu verhindern, aber irgendwie haben sie es wahrscheinlich dann nicht genug eingeschränkt oder so. Das war jetzt mal so eine Theorie. Ich nehme nur die PM wieder. Okay, die ist voll, kann man bis 40 Stück tragen. Also Munition, Schuss meine ich. Ach Quatsch, was mache ich denn? Das ist auch ziemlich cool, aber da haben wir auch relativ wenig Munition hier, das Snipergewehr. Anstrengende Geräusche passen irgendwie gar nicht zu Quake, finde ich. Also, ja, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Das kann auch natürlich auch an meinem Headset jetzt liegen, weil mir fällt das jetzt zum ersten Mal auf. Also, ich kann mich jetzt nicht so gut dran besinnen, dass da solche Geräusche gemacht hat. Also, wie gesagt, das kann auch an meinem Headset einfach liegen. Schaff das alles an Bord. Hey! Los, mach schon! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kram da am Dock nicht. Achtung. Und... jetzt... er lebt. Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. So, hier scheint nichts zu sein. Wie, was, wo? Ja. Na los! So. Das war jetzt eher Glückstreffer, genau. Glückstreffer, so rum. Er ist da drüben! Oh mein Gott! Das waren doch nicht alle. Also ich kann mich dran besinnen, dass hier eine übelste Ballerei auf der Treppe war hier. Waren das wirklich schon alle?